Zum Beispiel, wir haben eine Tomate. Ich mochte die Zitrone ein bisschen mehr, glaube ich. Es duftet so lecker. Ich glaube, das ist ein Löffel, mit dem man auch Sachen wiegen kann. Ein Löffel. Was, Bruder? Boah, ich habe Angst, dass es spritzt gleich. Boah. Nein! Ist nicht zu Ende gedacht, glaube ich. Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Und heute werden wir zum allerersten Mal auf diesem Kanal Küchengadgets von Temu testen. Das ist dieses neue bei Wish bestellt oder das neue Alibaba oder das neue Amazon. Je nachdem, wie mutig man sein möchte mit dem Vergleich. Jedenfalls ist Temu extrem am Wachsen. Das ist eine der meist wachsenden Apps in letzter Zeit überhaupt. Temu ist quasi so eine Art Online-Shop für alles. Einmal hin. Alles drin. Und dieser Shop lockt mit extrem günstigen Schnäppchen, aber steht auch in der Kritik wegen schlechter Qualität, wegen nicht erhaltenen Sendungen und ein bisschen Klimapolitik. Interessiert China auch nicht immer. Aber darum geht es heute nicht. Heute geht es darum, diese Gadgets auszutesten und meine ehrliche Meinung dazu zu sagen, ob sich überhaupt das Ganze lohnt. Let's go! Als erstes testen wir diesen Juicing Cup HS860. Ich will nicht wissen, für was HS steht. Habt ihr vielleicht eine Idee? Ich hoffe, es ist trotzdem ein cooles Gerät. Und zwar sieht es im Werbevideo zu diesem Gerät richtig krass aus. Man kann sein eigenes Mangolassi da drin machen. Es ist quasi ein Mixer to go. Für Beeren oder irgendwelche Früchte, um Smoothies sozusagen zu machen aus Früchten. Ich persönlich traue dem ganzen Braten nicht, weil es war wirklich nicht teuer. Ich frage mich, ob diese... Ihr wisst, was ich meine. Da unten, diese Blade, ob das stark genug ist. Ich bin gespannt. Ich habe auf jeden Fall Bock, diesen Mangolassi auszuprobieren. Genauso wie im Werbevideo. Deswegen habe ich hier eine relativ frisch gereifte Mango. Schön weich, gefällt mir von der Konsistenz. Und eine Kokosmilch ohne Zucker, weil es wird schon süß genug, glaube ich. Weil ich bin dabei und die Mango ist dabei. Und Falco ist dabei hinter der Kamera. Süßer geht's nicht, oder? Süßer kann nicht sein. Wen juckt. Wir zeigen euch mal, wie dieses Ding hier aussieht. Sieht schon sehr scharf aus. Ist nicht geladen. Oh, das geht aber ab. Meine Güte, geht ab. Warte mal, jetzt will ich noch mal gucken, ob das auch ohne funktioniert. Nee, das funktioniert nicht. Also es ist abgesichert auf jeden Fall. Schon mal ein Pluspunkt. Eure Kinder sind abgesichert. Man kann es hier oben aufmachen. Clever. Hier, das obere wird abgedreht. Die Mango wird natürlich hier so entlang geschnitten. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber ich mache das zuerst so an diesem riesigen Kern entlang. Heißt das Kern oder ist es... Ein Samen. Was ist denn das da drin, Bruder? Das ist ein Stein eigentlich. Das kann man gar nicht als Kern bezeichnen. Bruder, das ist mehr Kern als Avocado, wollte ich sagen. Das ist mehr Kern als Mango. Das alles. Hallo. Wie mache ich das jetzt? Technische Unterbrechung. Wir sehen uns in 3 Sekunden wieder. Ich bin überfordert. Das haben wir jetzt da draus gemacht. Kunstwerk, würde ich sagen. Schicken wir das Ganze in den Mixer rein. Die Mango hat nicht so gut mitgemacht. Schön. Oh, lecker. Mm. Und jetzt kommt die Milch dazu. Zack. Im Werbevideo haben sie auch gezeigt, dass man sogar mit Eiswürfeln mixen kann. Das wird der Härtetest, hat Falco gerade gesagt. Sehe ich genauso. Also wenn das zerhackt wird, dann ist das auf jeden Fall ein krasses Gerät. An sich vom Design her, von der Aufmachung, finde ich es ziemlich hübsch. Habe ich einen Sprachfehler? Wieso sage ich ziemlich hübsch? Maschallah, einfach die hübsche. Hier gibt es auch verschiedene. B1, B2, wahrscheinlich je höher, umso schneller kann das sein. Machen wir erstmal B2, so Mitte. Yeah. Sieht gar nicht so schlecht aus, die Konsistenz. Ich glaube, auf der Kamera erkennt man das nicht so gut, aber das sieht schon sehr homogen aus. Heißt es homogen? Ja, ne? Homogen. So eine einheitliche Masse. Diese leuchtet das im Dunkeln. Kennt ihr die Videos von Nico? Hey Bro, hast du das Glow in the Dark Glass? Glow in the Dark, Digga. Glow in the Arsch, Junge. Glow nichts hier. Wisst ihr, warum das nicht leuchtet? Keine Ahnung. Gut. Bruder. Das sieht ja wunderschön aus. Klar, sind noch ein paar Eiswürfelstückchen drin gewesen, was aber auch nicht schlimm ist. Ich bin positiv überrascht. Es ist wirklich hübsch geworden. Hier kann man auch ein bisschen dekorieren. Dies, das. Haben wir Sachen zum Dekorieren? Ich weiß ja nicht. Ist Kristallsalz eine gute Dekoration dafür? Wir nehmen einfach ein paar Blätterchen von hier. Schaut euch diese Beauty an. Ich bin jetzt nicht so die Deko-Queen. Aber ich finde es hübsch. Und dann ein bisschen hier diese... Strohhalm dazu. Junge, Pinterest. Oh. Beauty Shorts, oh mein Gott. Aussehen tut's schon mal gut. Schmeckt es auch? Das ist die Frage. Ich muss sagen, es schmeckt schon. Aber ich glaube, das war keine gute Idee, das mit Kokosmilch zu machen. Die Kokosmilch ist viel zu präsent. Man schmeckt kaum noch Mango irgendwie raus. Wir brauchen mehr Mango. Das Coole an dem Gerät ist auch, dass das Saubermachen ziemlich einfach ist. Einfach Wasser reintun und dann drehen lassen. So haben sie es zumindest im Video gezeigt. Sagen wir mal hier auf 3.
Fertig, Wasser rauf und es ist sauber. Hä? Cool. Wir haben Besuch bekommen. Oh, das habe ich gerade schon gesehen. Ich habe hier gelbe und grüne Kiwi und ich versuche sie zu einem Kiwisaft zusammen zu mixen. Dann darfst du auch hier Hand anlegen. Okay. Und dann weißt du, was passiert, gell? Seine Seele war kurz außerhalb des Körpers. Oh, ja. Guck mal, wie das aussieht, Junge. Okay, probieren wir das doch mal jetzt hier. Ich sag ehrlich, ich glaube, der muss gut sein. Ja, das war ich, glaube ich. Kiwi ist ja natürlich so eine Sache, die man nicht so gerne konsumiert, aber vielleicht... Was? Was? Entschuldigung. Oh, Kiwi! Gerne wollte ich sagen. Es gibt kein schöneres Gefühl als so eine Kiwi. Du machst sie auf in der Mitte und dann löffelst du. Aber es gibt einen schlimmen Moment. Kiwi, du machst so, damit Löffel und... Kakio. Man kann sie auch mit Schale essen, weißt du. Ich hab mal reingebissen. Aber das ist eine ziemlich haarige Angelegenheit in deinem Hals. Prost, Tele. Ist okay. Man kann. Ich sag so, wenn er kalt wäre, glaubt der geht rein. Auf jeden Fall eine ziemlich geile, einfache Möglichkeit, Fruchtsäfte zu machen. Aus Beeren, aus Kiwis, vielleicht auch aus Orangen, was auch immer. Das ist eine 7 von 10. 7 von 10, schießt mich an. Gute Sache. Weiter geht's. Komm her. Er hat gerade gefragt, wozu das da ist. Ist ja logisch, oder? Umdrehen. Bap. Ja. Bap. Aha. Bap. Ich glaube, das darf man nicht zeigen auf YouTube, oder? Ja, passt schon. Schön. Gut, dass du vorbeigekommen bist. Dann du kannst wieder gehen, ja. Ich schwitze. Hallo. Doll. Hallo. Ja, das ist normal hier. Ganz normale Atmosphäre. Machen wir weiter mit diesen hier. Und zwar sind das Eiswürfelformen. Ich habe schon öfter probiert, kugelförmige Eiswürfel zu erstellen. Es gibt verschiedenste Gadgets dazu. Die wenigsten funktionieren wirklich gut. Ich setze dieses Mal auf diese Dinger hier. Ziemlich süß aussehend. Jedes hat auch eine andere Farbe. So Fläschchen, die ein bisschen mehr Volumen haben. Oh, wie schön, Eisbau. Man kann ja theoretisch, genauso wie bei dem ersten Produkt, zusätzlich zu Wasser ein bisschen Minzblätter hinzufügen oder sogar Blaubeeren oder so. Man kann diese Eiswürfel kreativ gestalten. Das werde ich auch versuchen. Falls ich gerade aussehe, als ob ich von einer Kuh angeleckt wurde, hier in den Haaren, ist es sehr heiß draußen. Über 30 Grad, deswegen kann sein, dass ich optisch, ästhetisch heute nicht auf dem höchsten Level bin, was allgemein selten der Fall ist, aber das spielt eigentlich alles keine Rolle. Wir wollen doch rausfinden, ob diese kugelförmigen Sprachenlernen Bubble. Kugelförmigen Eiswürfel wirklich funktionieren. Wenn das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, wird das wunderschön sein. So schön, dass man das gar nicht mehr verzehren möchte später, sondern nur angucken will. Jetzt schrauben wir die alle zu, beziehungsweise die werden einfach so aufeinander gedrückt. Farbe zu Farbe muss ja alles passen hier, ne? Falco und ich haben große Hoffnungen in dieses Produkt. Wir sind uns sicher, dass es funktionieren wird. Hoffnung stirbt zuletzt. Man muss immer positiv bleiben, oder? Hier kommt das Wasser rein. Schaut euch das an, Freunde, wie wunderschön das aussieht. Kunst. Supi, und diese kleinen Kunstwerke schicken wir jetzt für einige Stunden in unser Gefrierfach. Okay, Freunde, wir haben ganze 2 Tage gewartet auf diese Eiswürfel. 2 Tage später testen wir das jetzt. Die sind auch ein bisschen aufgeplatzt, wie man sieht. Ist das eine perfekte Kugel? Ja. Ist keine perfekte Kugel. Also das ist Nummer 1. Ich glaube, die sehen alle so aus. Vor allem das Aufbekommen ist übel schwer. Ich habe mir das besser vorgestellt. Hat trotzdem einen fancy Vibe, obwohl die nicht perfekt sind. Kann man ja trotzdem schön genüsslich sein Sprudelwasser verkosten, wollte ich gerade sagen. Boah. Ah, sieht schon geil aus. Aktuell mein Lieblingswasser, Stiftsquelle. Dreh dich mal kurz, zeig doch mal die Minzseite, mein Lieber. Zeig mal hier, diese schöne. Ui. Ein bisschen zu viel, aber sieht schon geil aus. Obwohl es nicht ganz perfekt ist, würde ich sagen, ist trotzdem eine gute 6 von 10. Kann man machen. Finde ich persönlich ziemlich fresh. Dieses kleine unscheinbare Gadget besteht nur aus 2 Teilen. So ein Metallspieß mit so komischen Ringen dran und diesem Teil, was man hier oben dran tut. Und damit kann man sehr schöne Dekorationen für Obstsalate, für irgendwelche Gemüsesachen machen. Zum Beispiel, wir haben eine Tomate. Du bist so dumm, ey. Es ist viel zu warm, Leute. Wahrscheinlich ist es eine Tomate, oder? Es ist heiß heute. Nehmen wir diese eine Tomate. Man braucht natürlich möglichst flachen Anfang, wenn ich das richtig verstehe. Vielleicht drehen wir das erstmal komplett von der Schale. Wahrscheinlich müsste die Banane dicker sein. Guck mal. Ah, doch. Guck mal. Das funktioniert. So. Oh, guck mal, da ist es schon. Ich glaube, es ist besser, wenn man mit festen Sachen arbeitet. Ich habe auch eine Gurke gekauft, Leute. Natürlich, ich habe alles dabei. Ich bin ausgestattet. Nur nicht mit Deutschkenntnissen heute ausgestattet. Aber sonst mit allem. Okay, versuchen wir es mal mit dem Kürbis. Wo gehen wir rein? Da, wo es ein bisschen breiter ist. Hier. Zack. So. Ja, das sieht gut aus. Schneidet sich
weich rein, aber ist noch leicht unstabil. Der Spieß bewegt sich noch ein bisschen hin und her. Es ist schwer, die Mitte zu behalten. Das gerade zu halten. Genau. Die Frage ist, kann ich das dann später so rausziehen oder muss ich die Gurke aufschneiden? Das interessiert mich gerade. Wir probieren das einfach mal mit rausziehen jetzt. Das geht schon mal nicht. Aber vielleicht so. Oh, da kommt der Spieß alleine. Wow. Ah ja, guck mal. So sieht das dann aus. Ist immer noch nicht ganz so perfekt geworden. Wie es aussieht, ist es so, dass umso fester die Konsistenz, umso besser wird dann das Ergebnis. Ich glaube, sowas ist gut wirklich für Kartoffeln, Karotten, sowas. Ich habe eine Kartoffel. Mein Lieber, denkst du, ich habe keine Kartoffel mitgenommen? Guck mal, hier geht es schon viel einfacher rein. Und überleg mal, wenn man dann diese Form hat, das könnte man schön anbraten, irgendwie in der Pfanne oder so. Das sieht immer noch nicht so perfekt aus irgendwie. Die Form, die dabei rauskommt, sieht ein bisschen anders aus als in dem Werbematerial, das ist ja auch nichts Verwunderliches, ist ja meistens so. Also, man kann dann quasi solche Dinger machen, so spiralförmige Kartoffeln, und die könnte man zum Beispiel dann kochen oder anbraten. Ist schon witzig, ne? Mal was anderes. Nur, dass die halt manchmal abbrechen an einigen Stellen. Man könnte quasi Kartoffelnudeln machen. Das sieht aus wie Nudeln in Kartoffelform, beziehungsweise Kartoffeln in Nudelform. Kartoffelfusilli. Ja, Fusilli-Kartoffels. Junge, genial. Guck mal, das sieht schon ganz süß aus auf jeden Fall. Ist eine witzige Spielerei, aber ich bin nicht hundertprozentig zufrieden mit dem Ergebnis. Ich glaube nicht, dass ich das privat benutze. Würde. Ihr könnt es gerne in die Kommentare reinschreiben, ob es einer von euch haben möchte. Für mich ist das eine 4 von 10. Ist witzig, aber ja, man muss schon wissen, für was man das braucht. Ich habe gerade nicht so die Idee. Cringe. Das nächste Gadget ist was Kleines, Simples, aber ich bezweifle, dass das überhaupt funktioniert. Und zwar ist das so eine Art Aufsatz für Zitronen, Limetten und vielleicht andere Zitrusfrüchte. Wahrscheinlich auch Tomaten. So ein Teil, was man reinspießt in eine Zitrone zum Beispiel. Und dann kann man angeblich hier oben aufmachen und sprayen. Weiß ich nicht, ob das legit ist. Falco hat mir einen guten Tipp gegeben, damit mehr Saft rauskommt aus der Limette oder aus der Zitrone, die ein bisschen zu rollen. Saftförderung supporten. Massieren. Diese Wagyu-Zitrone. Bisschen laut, Bruder, chill doch mal. Hier. Die ganze Küche geht kaputt. Ich mach's so, weil ich bin ja stark, ich kann auch einfach drücken. Irgendwas ist fast kaputt gegangen. Ich hab was geerbt. Auf dem Bild haben sie gezeigt, dass man einen Teil hier oben abschneidet. Ungefähr so. Und dann dieses Ding hier da irgendwie reinschraubt, ne? Was in die richtige Richtung? Uhrzeigersinn müsste das doch sein, oder? Das geht ja gar nicht. Ah, doch, doch, geht rein. Gut. An sich, guck mal, das ist sogar hier mit so einem hier. Richtig auf süß. Als ob das einfach so dazugehört. Als ob die Zitrone so gewachsen ist auf einem Baum. Könnte doch vielleicht sogar funktionieren. Guck mal, lass doch mal auschecken jetzt. Der Moment der Wahrheit. Oh! 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 Warte mal! Oh, das geht echt? Krass. Ich fühle mich so erfrischt auf einmal. Es ist ein natürliches Parfüm quasi. Man braucht kein Parfüm mehr zu haben. Es duftet so lecker. Ich sehe alles zurück, was ich gesagt habe. Das Ding ist eine 8 von 10. Natürlich, klar, also wenn man kocht zum Beispiel, wenn man so ein bisschen nur eine ganz leichte Note dazugeben möchte, wenn man nicht direkt ganz viel Saft haben will. Perfekt, oder? Aber auch als Raumerfrischer irgendwie, oder? Also einfach ein bisschen verteilen. Hier ist natürlich ein bisschen weniger Platz. Das Ding ist fast größer als die Limette selbst. Auch süß. Guck dir das an. Muss einfach so. Kann Limette auch was? Ich mochte die Zitrone ein bisschen mehr, glaube ich. Ein geniales Gadget. Simpel, funktioniert. Wir beide sind begeistert. 8 von 10. Ich glaube, das kann ich euch nicht verschicken. Das behalten wir für uns. Unser nächstes Gadget ist dieser Digital Spoon Scale. Ich glaube, das ist ein Löffel, mit dem man auch Sachen wiegen kann. Ein Wagenlöffel. Löffelwaage. Ein Wöffel. Was, Bruder? Ich weiß nicht. Hier, guck mal. Was ich direkt korrekt finde von denen, man hat diese sehr komische, seltene Batterie mit dabei, weil die jetzt noch irgendwo kaufen zu müssen, wäre vorbei. Es gibt nichts Schlimmeres, wenn man so Spielzeug kauft oder irgendwas, wo man irgendeine Batterie braucht, die man nicht zu Hause hat. Das hier zum Beispiel. Genial. Das ist schon mal ein Pluspunkt. Man sieht auch schon hier, es verändert sich was. Ne? Es fängt auch schon an, hier alles zu wiegen. Wir testen das aus. In Action. Ich glaube, das ist perfekt für gerade sowas wie Mehl oder Zucker oder etwas, was pulverig ist, dass man nicht jedes Mal eine Schale rauspacken soll, wo man das reintut, um das zu wiegen. Hier kannst du einfach direkt, okay, was heißt direkt, ne? Tarieren muss man ja, ne? Auf Null gehen. Ich dachte, man kann reingehen, aber während ich reingehe, wird sich, glaube ich, das Tarieren verändern. Das Tarot. Sobald ich das ein bisschen bewege, schon 7 Gramm, obwohl nichts drin ist. Du hältst es dann still und dann siehst du, wie viel es wirklich. Lass vergleichen. Wir gehen einmal so rein, gucken, wie schwer das war. Und einmal, wenn ich das aber von oben drauf gebe. Okay, guck mal, wenn wir einfach reingehen, zack, haben wir eine Menge Zucker drin. Und wir sehen 24 Gramm ungefähr. Jetzt werde ich diese gleiche Menge in eine Schüssel reintun und wieder umfüllen. Damit wir sehen, ob es genauso funktioniert. Zuerst wieder zurück nach hier. Wir sind wieder bei 0. Und das, was wir drin hatten, da rein.
Ja, es sind immer noch 24 ungefähr. Ne? Ja, ja, perfekt. Es funktioniert. Ja. Das heißt, es ist ziemlich praktisch. Du kannst einfach löffeln und siehst direkt, was da drin ist. Ziemlich genial. Kann man gebrauchen. Also ich persönlich nicht, aber jemand von euch kann es sicherlich gebrauchen, oder? Bruder, das matcht sogar mit meinem Outfit. Ich weiß nicht, ob ich es weggeben kann. Viel zu krass. Mit diesem Löffel, glaube ich, die ganzen Ladies, wenn sie sehen, dass ich diesen Löffel habe, Bruder, bleiben sie aber alle stehen. Oder? Was sagst du, Nico? Ich glaube auch. Also, wenn die den Löffel sehen... Da wird reingelöffelt. Da wird man schwach. Da wird auch manchmal gelöffelt. Leute, ihr müsst schnell sein. Lauft nicht in die Kommentarsektion. Rennt. Nö. Freunde, nicht nur in Deutschland werden gern Kartoffeln gegessen. Auch ich bin mit Kartoffeln aufgewachsen. Russland, Ukraine, Kasachstan, wo ich geboren bin. Überall Kartoffel ist das Essen Nummer 1. Umso mehr freue ich mich über dieses Gadget und hoffe, dass es funktioniert. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist es der einfache Weg, Pommes schnell zu schneiden. Es ist zumindest bei mir so, wenn ich die Kartoffeln schneide, möchte ich die perfekt gleich haben, diese ganzen Stückchen. Aber es ist selten so, dass es funktioniert. Deswegen habe ich hier ein paar Kartoffeln vorbereitet mit Schale, weil ich mag auch Pommes mit Schale. Der Gerät sieht so aus. Der Gerät ist immer vor der Chef im Geschäft und schneidet das dünne Fleisch schweißfrei. Das ist der Gerät. Der fällt schon auseinander, er hat seinen Fuß verloren. Schon jetzt. Warte mal, muss man das hier alles abziehen oder was? Das ist so eine Folie, oder? Das ist das wie diese, kennst du Meccano? Ja. Sieht aus wie Lego aus Metall, ne? Ich mach das jetzt, glaube ich, nicht alles ab, oder? Das ist ein bisschen affig. Ist zwar satisfying, aber auch irgendwie zu viel. Aber es ist eine schöne Farbe, kannst du es lassen. Wir lassen es erstmal dran. Die Bedienungsanleitung sieht nicht so umfangreich aus, schon mal gut. Hier gibt es sogar was auf Deutsch, aber keinen Bock zu lesen. Was kann man hier machen? So, so. Ja, ist doch klar. Ich habe die Kartoffel zurechtgeschnitten, dass die auch hier reinpasst. Zack. Ich justiere das auch hier innerhalb dieses Dings, dass es nicht so weit unten ist. Moment, Chris. Und... Zack. Ich muss sagen, das Ergebnis lässt sich sehen. Lässt sich sogar ordentlich sehen. Oh ja. Das war kein Aufwand. Guck mal, wie perfekt die aussehen. Auf der Rückseite gibt es hier noch die Möglichkeit, diesen Hebel umzulegen. Zack. Und den Aufsatz zu wechseln von dem hier zu dem hier. Da würden viel dünnere Streifen rauskommen. Und das Teil hier vorne wird auch neu eingesetzt. Wow. Boah, sogar solche. Das ist genial. Oh, warte mal, was mit der Kartoffel? Hey! Das ist schon sehr geil. Manchmal will man diesen Crunch in der Pommes haben, dass es nicht zu dick ist. Es scheint schon so weit zu sein mit dem heißen Öl. Probieren wir mal unsere unterschiedlich dick geschnittenen Pommes da drin zu machen. Ah. Oh, Junge. Taste Test. Selbstgemachte Pommes. Das Teil ist perfekt. Auch eine 8 von 10, würde ich fast sagen. Macht auf jeden Fall das Leben leichter. Und das ist auch das, was ein Gadget schaffen muss. Gut. Cool. Das nächste Gadget ist ein Knoblauch-Zwiebel-Mixer. Eigentlich fast das gleiche wie das erste Gerät, nur dass man keine Säfte damit macht, sondern eher Zwiebel schneidet. Man möchte ja auch nicht in einem Entsafter seinen Zwiebelgeruch haben. Es ist auch ein nerviger Prozess, Zwiebel und Knoblauch zu schneiden. Deswegen hoffe ich, dass dieses Ding gut funktioniert. Wir haben ja so ein Messer rein und hier so ein fünfeckiges Hexagon-Teil. Das passt dann hier rein. Und dann drücken wir wahrscheinlich hier oben auf den Knopf. Ah, einfach halten. Guck mal, so funktioniert das. Sieht ziemlich lahm aus, sehr langsam gewesen, ne? Weiß nicht. Also hier kann man ne USB-C, Micro-USB hochladen. Und hier kannst du Videos hochladen, ne? Diese neue Plattform. Knoblauch und Zwiebeln habe ich natürlich auch vorbereitet. Alles in der bestverfügbaren Qualität für euch. Nehmen wir mal so eine kleine Süße und nehmen wir so ein bisschen Knobi. Natürlich sind das die am besten duftenden Sachen auf der Welt. Ihr könnt gerne in die Kommentare reinschreiben, wie steht ihr zu Zwiebeln, zu Knoblauch? Mögt ihr es nicht? Mögt ihr eher rote Zwiebeln oder eher weiße? Ich bin eher so der rote Zwiebel-Fan und Knoblauch gibt es bei mir auch nie zu viel. Wenn ich Knoblauch frei mache, mache ich erstmal so die zwei Ärsche weg. Und dann schlage ich einfach so einmal drauf. Und dann kann man die einfach ganz easy von der Schale befreien normalerweise. Aber dann hat man auch die Knoblauchzehe fast schon klein gemacht. Dann brauchen wir gar keinen Mixer mehr. Und bei Zwiebeln gehe ich so vor, dass ich auch hier die Ärsche abschneide. Und dann einfach halbiere. Und dann kann man auch ganz easy diese äußere Schale abziehen. Das ist so meine Art, die Zwiebel zu befreien. Wie befreit ihr eure Zwiebel aus dem Gefängnis? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ein Zwiebel rein. Noch ein Zwiebel rein. Erstmal nur die Zwiebeln, würde ich sagen. Mal schauen, ob das funktioniert. Dreht sich schon gar nicht durch. Vielleicht ist das doch nur für Knoblauch gedacht, weißt du? Ist zu groß wahrscheinlich das Ganze. Zu fett vielleicht, ja. Ich werde erstmal mit Knoblauch probieren. Zweiter Versuch, Knoblauch. Gut, 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 gut. Doch, oder? Ja, perfekt. Knoblauch funktioniert schon mal gut. Bei Knoblauch ist es auch nicht so eklig, das Schneiden. Eigentlich sollte das bei der Zwiebel eher funktionieren. Auf der Verpackung sind auch Zwiebeln und Chilis und alles Mögliche drauf. Ich habe jetzt auch diesen Zwiebel-Knoblauch-Mixer ein bisschen aufgeladen und die Zwiebeln geviertelt. Ich glaube, die waren einfach ein bisschen zu groß. Aber eigentlich schon fast zu viel Arbeit selbst gemacht. Das Gadget scheint obsolet zu sein, wenn ich so viel Arbeit machen muss. Das läuft schon ganz gut. Man darf
das nur nicht so groß schneiden, weil das Gefäß ist einfach klein. Macht schon Sinn. Doch, ist stabil, ist gut. Stabil. Eine 6 von 10, würde ich sagen. Ich hasse es, Zwiebeln zu schneiden. Falls ich dich gehatet habe, mein Lieber, ich nehme alles zurück. Ein bisschen süßer. Das nächste ist auch super schön verpackt, wie man sieht. Aber ich glaube, das ist ein ziemlich cooles, hilfreiches Gadget. Ich habe schon einige Videos davon gesehen bei TikTok. Das sieht erstmal aus wie ein Föhn, ne? Aber es gibt noch Aufsätze dafür. Und du kannst damit Töpfe, Pfannen und alles Mögliche putzen. Vielleicht sogar mit so einem Schwarm. Also richtig praktisch. Zum Beispiel, wir haben einen dreckigen Teller, den ich extra für dieses Video dreckig gemacht habe, weil ich habe nie dreckige Teller. Natürlich, ist ja klar. Lüge, Lüge, Lüge. Hier, dreckiger Teller. Der Gerät. Bei diesem Verschmutzungsgrad braucht man nicht so einen krassen Aufsatz, sondern eher sowas hier, wird hier drauf gesetzt und hier ist ein Knopf, ne? Ganz simpel. Gestern hat es noch funktioniert, ich habe gestern noch getestet. Hey, Scam, ich habe das doch... Aufgeladen? Ja, oder hast du das entladen? Oh. Ah, okay, je öfter du drückst, umso stärker wird es. Ah, okay. Einmal drücken langsam, zweimal drücken schnell und dreimal drücken noch schneller. Es ist nicht vom ersten Mal angegangen, schon mal sass. Ich würde sagen, natürlich beim Putzen braucht man ja erstmal ein bisschen Spüle, ein bisschen Wasser, das mache ich kurz rein. Boah, ich habe Angst, dass das spritzt gleich. Ich hoffe nicht. Guck mal, ein bisschen Spüle rein, einen Tropfen. Habe ich in der Werbung gesehen, dass man nicht mehr braucht. Auf Abstand, Bruder. Come on, es funktioniert schon mal nicht so krass, das nervt mich hier. Ah, sieht gut aus. Nein! Okay, also, wenn du ausmachen willst, musst du ja nochmal höhere Stufe und noch einmal drücken, damit bis du... Bis es ausgeht. Das heißt, du machst es immer schneller, bevor es ausgeht. Das ist dumm. Das heißt, man muss es erstmal abziehen, aber dann spritzt es trotzdem rum. Ist nicht zu Ende gedacht, glaube ich. Oder man putzt immer auf der dritten Stufe, damit man schnell ausmachen kann. Ja, guckt euch das an. Jetzt habe ich einen doppelten Aufwand von dem. Bin noch nicht ganz überzeugt. Dann sollte dir helfen, sauber zu machen und dann sowas. Der macht extra Arbeit. Aber wir sehen uns das Ergebnis erstmal an. Es ist sauber geworden. Also hier kann man nicht meckern. Ich glaube, es liegt auch am Anwender ein bisschen, am Benutzer, dass es nicht perfekt gelaufen ist. Hier so. Ja, kann man schon machen. Ist ein bisschen wild. Also mir gefällt es nicht, dass man die Geschwindigkeit nicht so gut regulieren kann. Es wäre besser, wenn man einen Regler hätte oder so. Und das Drücken funktioniert nicht so gut. Man hat hier so eine Gummiabdichtung. Die kann man abziehen, um Kabel reinzustecken. Kann man komplett abziehen, aber der Knopf dahinter ist voll versteckt. Also man muss schon diese Abdeckung drauf haben, aber dann funktioniert das Drücken nicht so gut. Ist halt... Bei Wish bestellt, was erwartet man? Bei Temu bestellt jetzt, ne? Diese Peeling, bisschen wehgetan. Ist eine 4 bis 5 von 10. Für ganz Faule vielleicht, aber nicht unbedingt notwendig. Wenn ihr es haben wollt, schreibt gerne in die Kommentare, warum und euren Instagram-Namen, damit ich euch kontaktieren kann. Für mich ist das nichts. Nice try, würde ich sagen. So wie die Verpackung aussah, genauso viel Nutzen hat das Ding auch. Verpiss dich, du One! Stainless Steel Potato Slider, Slicer. Davon gab es auch noch teurere Varianten. Ich habe die etwas günstigere genommen. Aber ich glaube, hier kann man nicht viel falsch machen. Ne? Das ist ja so ein Drehspieß für Kartoffeln. Ich habe bestimmt schon mal so spiralförmige Kartoffeln irgendwo auf einem Jahrmarkt gesehen. Habe ich einmal probiert, war nicht ganz meins. Aber heute habe ich eine Süßkartoffel mitgebracht. Vielleicht schmeckt das mit Süßkartoffeln besser als mit einer normalen. Wir packen erstmal das Gerät aus. Ja, schon wieder mit dieser blauen Folie alles hier. Finde ich nicht so clever. Und diesen Hebel kann man sich irgendwie wahrscheinlich dran schrauben. Das ist wirklich 1970er-Style. Diese Klingen hier, also das scharfe Teil, kann man wahrscheinlich austauschen. Hier sind noch mal ein paar weitere. Was man noch braucht, ist irgendeine Art Spieß, möglichst dünn, weil das muss durch die Öffnung so reingehen, wenn ich das richtig checke. Schauen wir mal, was gleich kommt. Wenn man das hier hebt, kann man das so verstellen. Diese Kartoffel passt doch fast perfekt rein. Ich glaube, ein Ende muss man flach machen, damit man hier so andocken kann. So, zack, entsicher. Nach vorne schieben. Aha, sieht schon mal nicht schlecht aus. Ich glaube, ich drehe das so um, weil ich bin Rechtshänder. Ist leichter für mich zu drehen, glaube ich. Wo ich jetzt mit dem Spieß reingehe, das checke ich noch nicht ganz. Irgendwas ist falsch, glaube ich. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, aber ich weiß gar nicht. Hier ist doch extra so eine Öffnung. Genau. Das muss dafür ja, sein. Ja, das muss dafür sein. Okay, also, man muss es festhalten einfach, glaube ich. Guck mal hier, das sieht nicht schlecht aus, oder? Ja, wenn du ihn festhältst. Ja, guck mal. Ja, das sieht gut aus. Es fühlt sich an, als ob ich irgendwas kaputt mache. Die Geräusche dabei. Aha. Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Also die Kartoffel. Ah, okay. Also ungefähr sieht das jetzt so aus. Wenn wir das hochziehen,
sieht man auch, dass diese Struktur da ist, aber schon sehr abgehakt, schon sehr unsmooth das Ganze gewesen. Aber wir probieren das trotzdem so zu frittieren. Wir frittieren nach russischer Art mit ganz viel Sonnenblumenöl im Topf, weil ich habe gerade hier keine Fritteuse am Start. Ich glaube, das funktioniert besser mit einer normalen Kartoffel. Die Süßkartoffel hat halt eine sehr weiche Struktur und dadurch geht es etwas schneller kaputt und benutzt Holzspieße, wenn ihr das benutzt. Also Leute, ich brauche diesen Spiralschneider nicht. Der ist für euch. Meldet euch. Ihr könnt damit mehr anfangen als ich. Ich muss sagen, diese Gadgets waren tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Das Spiralschneider bekommt von mir eine 7 von 10 für die Idee. Umsetzung ist noch ein bisschen schwierig, aber vielleicht lag es an mir. Puh, und zu viel Fett in der Pommes bekommt von mir eine 2 von 10. Ich weiß, viele von euch sind Frittierfans. Ich bin da ein bisschen rausgewachsen, glaube ich. Ich merke schon meinen Bauch hoch. Da hat der Krieg der Welten angefangen. Haut die Kommentare voll mit euren Erklärungen, warum ihr diese Gadgets haben wollt. Meine lieben Mausis, Mäuschens, das war's doch schon mit diesem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß damit. Wenn ja, zeigt das gerne mit einem Daumen nach oben. Ist irgendein Gadget dabei gewesen, was euch interessiert? Vielleicht habt ihr die Chance, etwas davon zugeschickt zu bekommen. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon haben möchtet und warum. Natürlich euren Instagram-Namen dazu, damit ich euch kontaktieren kann. Vergesst natürlich auch nicht, diesen Kanal kostenlos zu abonnieren. Irgendwo hier unten. Und diese Videos hier auch zu checken, die ihr vielleicht noch nicht gesehen habt. Und wir, meine Lieben, sehen uns schon bald wieder. Nächste Woche, wenn ihr hoffentlich wieder einschaltet. Und bis dahin, bleibt ihr schön, gesund und gut drauf. Schwitzt man schon? Tschüss!